Hallo zusammen. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, bin ich wieder am Wasser. Und zwar in Flensburg. Ich habe hier ein super Plätzchen, wo ich mit dem Bulli stehen kann. Ich muss mal aufpassen, ich zeige mal eben hier den Untergrund, so, wo ich hintrete, weil man das hier nicht so ganz gut erkennt, welcher Stein fest ist, welcher nicht. Ja, ich rutsche auch schon. Naja, auf jeden Fall bin ich heute Mittag losgefahren, habe für die ersten 100 Kilometer etwas über 3 Stunden gebraucht. Ärgerlich, weil die Baustelle, die das verursacht hat, war einfach ein LKW, der an so einer Toll-Collect-Anlage gearbeitet hat. Und danach war dann gar nichts mehr. Selbst Elbtunnel und, alles frei. Auf jeden Fall, was ich euch sagen wollte, dort vorne, ich zoome das Ganze mal ein bisschen, seht ihr mein Auto. Das heißt, ich stehe mit der Motorhaube genau Richtung untergehende Abendsonne. Abendsonne, entschuldigt. Ah, so, und jetzt sitze ich. Es duftet hier nach Meer, nach Algen, nach Salz. Einfach herrlich, aber guter Duft, also nicht muffig. Das tut so gut. Wo ich losgefahren bin, hat es bei uns durchgehend geregnet im Grunde. Und kurz am Elbtunnel riss der Himmel auf und so ein Wetter. Ich werde jetzt hier mal die nächste Zeit verbringen. Wie viele Tage genau, weiß ich nicht. Mache ich alles so ein bisschen wetter- und lustabhängig. Und würde sagen, morgen starte ich dann hier durch. Aber dies schon mal vorab, weil ich gerade so happy bin. Nach dieser tristen, dunklen Zeit, die jetzt wieder ein paar Tage war. Nur ein paar Tage, aber so ein negatives Wetter und negative Gedanken, wenn das alles zusammenkommt, ist immer schlecht. Deswegen ist es gerade ein Glücksmoment. Jetzt habe ich auch gerade noch jemanden kennengelernt. Super. Er trinkt Bier, ich trinke Wein und genieße gerade den Sonnenuntergang hier. Guten Morgen zusammen. Ja, es war eine herrliche Nacht hier. Der Platz ist total ruhig. Man hört nichts, außer ab und zu mal so eine Möwe hier, wenn es wieder hell wird. Und ja, der Blick nach draußen hier jetzt. Könnt ihr euch selber wieder eine Meinung drüber machen. Ich finde es herrlich. So ein, zwei Plätze weiter rüber, dann hat man freie Sicht aufs Wasser. Werde vielleicht noch mal umparken, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Aber ansonsten steht man hier super. Ja, und gleich geht's los nach Flensburg. Erstmal noch ein, zwei Kaffee. Eine Scheibe Brot. Und dann lege ich los. So, und jetzt geht's auch wirklich los. Vom Stellplatz hier entlang des kleinen Hafens Richtung Flensburg und Umland. Hier sind überall diese Werften, wo die Boote, Schiffe fertig gemacht werden. Und da vorne hingen so Preisschilder zu verkaufen. Und da wundert man sich echt, was so ein kleines Bötchen kosten kann. Also 600.000 waren da nichts. Hätte ich nicht gedacht, dass auch so Segelboote so viel kosten. Ja, ich bin jetzt hier mal auf die andere Seite gefahren. Auch da stehen Wohnmobile. Und dann hat man hier mal einen herrlichen Blick. Übers Wasser. Dort hinten, das müsste schon Dänemark alles sein, was man so sieht. Und auf der Seite die deutsche Hälfte. Ja, und da drüben stehe ich. Es ist noch ein bisschen frisch, aber so, dass man schon mit T-Shirt, kurzer Hose loslegen kann. 8 Uhr morgens ist es übrigens.
Und da, wo kein Wind ist, in der Sonne, wenn sie denn da ist, ist echt angenehm. Wenn man hier so ein bisschen durchs Industriegebiet fährt, kommt man hier zu so einer Bar Piratennest. Was einen sehr einladenden Eindruck hat. Natürlich auch mit Blick aufs Wasser. Und jetzt mittlerweile geht es ja auch so mit der Gastronomie wieder aufwärts. Das ist schon ganz schön. Und ein Volleyballspielfeld. Ja, so im Hafen stehen scheint sehr beliebt zu sein. Ich kenne das jetzt nur von Lübeck und so, dass das halt alles so abgeregelt ist, dass man da gar nicht reinkommt. Zumindest nicht mit einem etwas größeren Wohnmobil. Deswegen ist das hier in Flensburg schon eine sehr noble Geste, das alles so zu dulden. Dieser kleine Kran hier kommt einem zumindest sehr klein vor. Wenn man Richtung Elbtunnel fährt, fährt man ja an dem Hamburger Hafen vorbei. Und das sind natürlich alles Riesentrümmer, die da stehen. Fand ich aber auch sehr beeindruckend. Genauso wie hier dieses Nashorn auf dem Dach. Schaut euch mal hier diesen krassen Kontrast an. Industrie und dann der Übergang Richtung Wohnkultur, Stadt, Altstadt, wunderschöne Hafenanlage. Das ist meine Skyline. Also alleine dieses Entlangfahren hier am Wasser mit den Schiffen, so zwischendurch die Sonne, wenn die rauskommt. Das ist so erholsam. Da braucht man gar nicht viel mehr. Hier vorne kommen noch so ältere Schiffe, denke ich mal. Ja, klasse. Hier die öffentlichen Toiletten. Wollte ich euch die Türen mal zeigen. Hier ist für Dance du Fischkopf. Hier ist für Rollis du Schieddübel. Und hier ist für Jungs du Landratte. Fand ich sehr schön. Hier ist wieder sowas, was ich letztes Mal meinte. Schritttempo für Radfahrer. Finde ich ja super. Und hier Fairnesszone. Vom wegen, dass man gegenseitig Rücksicht nehmen soll. Hatte ich ja in einem der letzten Videos mal angesprochen, dass mich das oft nervt, dass Radfahrer nicht geduldet sind. Aber so geht's auch. Hier so eine Strandbar. Ihr merkt, es kommen immer wieder dieselben Bilder, aber ich bin echt begeistert. Das hat wirklich was. Hier ist gerade irgendwie eine Versammlung. Polizei ist auch schon da. Da schaue ich auch mal, was es ist. Oder ob das hier... Ach, irgendeine Sportgeschichte mit Rennradfahrern. Cool. Hier steht jetzt ja auch wieder so einiges an Segelbooten. Und wie es bei uns in der Natur viel ist, mit diesen Leerfaden, gibt es das hier mit Booten. Wo dann auch so eine ganze Auflistung ist, welches Boot wie heißt und warum und so das ein oder andere über die Funktion. Ja, ich hoffe mal, das Wetter hält sich ein bisschen. Es sieht gerade ein bisschen duster aus da hinten und in die Richtung fahre ich gerade. Mal schauen, was sich so ergibt. Ich weiß, die Aufnahmen springen ein bisschen, aber hier gerade der Blick in diese Stadtgasse rein. Ihr wisst ja, ich filme, wie ich es gerade sehe und wie es mir gefällt. Und das gefällt mir. Das ist jetzt die gegenüberliegende Seite, von der ich gekommen bin. Und auch da ist ein großes Kuppelgebäude, die Kirche da oben. Also da wird es noch einiges geben, wo ich hinfahren muss. Auch hier wieder direkt am Hafen, dass man sich überall gemütlich ablegen kann. Ja, was auch schon der ein oder andere macht um die Uhrzeit. Also die Städte im Norden haben schon was. Das nenne ich mal eine mutige Farbwahl.
Man merkt hier aber auch schon diesen dänischen Einschlag. Da drüben zum Beispiel die Ansgar Kirke. Ich nehme an, dass das nicht irgendein Platt ist, sondern eher schon Richtung Dänisch geht. Wenn nicht, könnt ihr mir das hier gerne mal schreiben. Also hier verschmelzt echt alles. Industrie, Wohngebiete und Sonstiges. Auf Wiedersehen in Flensburg steht da. Pagensin i Flensburg. Das heißt, in die Richtung müsste es jetzt nach Dänemark weitergehen. Ich werde mal ein paar Meter reinfahren und gucken, was mich so erwartet. Und ob ich dann nach Dänemark wirklich fahre oder doch in der Stadt weiter mich orientiere, werdet ihr gleich sehen. Weiß ich nämlich selber noch nicht. Hier gibt es gerade so einen schönen Abzweig in den Wald rein, dass man von der Hauptstraße mal wegkommt. Und das probiere ich natürlich aus. Man hat direkt ein besseres Gefühl beim Fahren, wenn man so in der Natur ist und nicht an der Hauptstraße, auch wenn es nur ein paar Meter weit weg ist. Und ich meine, da hinten auch das Meer wieder sehen zu können. Beziehungsweise die Ostsee. Es hat sich ja jemand beschwert, dass ich gesagt habe, es ist ein Meer. Aber es ist halt ein Binnenmeer. Also daher leben und leben lassen. Das sind definitiv solche Wege, die ich mag. Mal ein bisschen breiter, mal ein bisschen schmaler. Nur Vogelgesang. Und es holpert so schön vor sich hin. Und hier ist so eine Stelle, wo man schön rausgucken kann, auf so einen kleinen Hafen wieder. Und natürlich in die Ferne. Ist das nicht klasse? Erstmal Sandstrand hier, klar, sowieso super. Aber da sitzt jemand, ja, mit den Schwänen und Enten zusammen. Normalerweise sind die Schwäne ja immer so ein bisschen angriffslustig, zumindest bei uns in der Region. Aber hier anscheinend nicht. Tolles Bild. Man kann hier echt schön oben so entlang fahren am Strand. Jetzt gerade ist auch kein Wind mehr. Ich habe zwar meine Regenjacke mittlerweile an, weil es doch ein bisschen frischer geworden ist. Ach, das ist auch schön. Guck mal hier. Wusstest du schon, dass Zigarettenfilter nicht biologisch abbaubar sind? Unser Strand kippenfrei macht mit. Da hängen hier so, ja, Aschenbecher aus alten Konservendosen. Super Idee. Ja, man muss nur Ideen haben. Klasse Sache. Ja, was ich gerade sagen wollte, ist halt unheimlich schön hier. Und noch nichts los, obwohl schon in einigen Bundesländern ja Ferien sind. Mag vielleicht auch an Corona liegen oder dass man wieder fliegen darf. Ich weiß es nicht, aber ich finde es gut, dass es nicht überlaufen ist. Dänemark, hier ist es. Und jetzt bis hierhin und nicht weiter, weil ich weder Impfausweis noch sonst was mit habe und nicht weiß, wie da gerade die Corona-Regeln sind. Hätte ich eigentlich auch dran denken können. Naja, nächste Mal. Aber ich bin in Dänemark. War ich noch nie. Ich stehe gerade so schön oberhalb von einem Supermarkt auf dem Parkplatz und da hat man so einen schönen Blick auf dieses Segelboot dort hinten. Fand ich wieder sehr schön. Was mich echt irritiert ist, in welchen Mengen hier der Grenzverkehr, was das Einkaufen angeht, aktiv ist. Die Leute packen sich echt den ganzen Kofferraum immer voll mit Getränken, gerade alkoholisches. Das muss also in Dänemark auch schon recht teuer sein. Kupfermühle, Gemeinde Harrislee, Kreis Schleswig-Flensburg. Da geht's jetzt als nächstes hin. Beziehungsweise das Ortsschild war ja schon. Hier hat man einen Blick
auf das Kupfermühlenmuseum. Und hier die Gebäude gehörten auch mal dazu. Und da ist das alte Direktionshaus. Nicht ganz so ansehnlich. Also dieser flache Bau im Vordergrund. Dahinter ist natürlich schön. Hier ist nochmal ein schönes Hinweisschild. König von Dänemark, Gründer der Kupfermühle. 4. Juni 1988 ist dieses Schild dort wahrscheinlich entstanden, weil oben, 1612 steht da. 1988 wäre ein bisschen spät gewesen. Ja, ich fahre jetzt hier ganz langsam über dieses Kopfsteinpflaster, um euch hier diese doch sehr schönen Gebäude auch mal zu zeigen. Mit den kleinen Steingärten, den Rosen. Ach, das wirkt so richtig schnuckelig hier. Da vorne darf man nicht durch, also geht's hier rein. Ah, da endet es auch mit den Gebäuden gleich. Man sollte trotzdem noch ein kleines Stück weiterfahren. Da kommt hier noch so ein schöner kleiner Brunnen. Hier nochmal ein schöner Blick auf die Mühle, das alte Mühlrad. Und das Ganze wird gespeist von der Kruhsau heißt es. Und da lese ich euch mal ganz kurz was vor. Das sind Durchgänge für Fische, Kleintiere in der Kruhsau. Die Kruhsau fließt seit Ende der Eiszeit am Fuß der steilen Hänge des Tunneltals. Ihre stabile Wasserversorgung aus vielen Quellen und ein beträchtliches Gefälle ermöglichen das Aufstauen ihres Wassers zu betreiben von Wassermühlen. Seit 1602 gab es an der Kruhsau eine Hammermühle für Kupfer. Jahrhundertelang ein überregional bedeutender Betrieb. Den Mühlenteich der Kupfermühle zeigen heute nur noch historische Karten. Hier mal zu anderen Schönheiten. Ich behaupte mal, hier wohnt ein Mercedes-Liebhaber. Die werden nicht unbedingt besser, wenn sie draußen stehen. Aber gut gelüftet sind sie hier auf jeden Fall. Wahnsinn. Eigentlich schade, dass die hier so rumstehen. Ich werde jetzt mal versuchen, hier unten am Wasser durch den Wald bis Flensburg zu kommen, weil ich diese Schilder mit dem Naturschutz schon öfter gesehen habe und ich denke, das wird klappen. Ist das nicht ein Träumchen? Dafür, dass ich mich gestern nicht entscheiden konnte, in welche Himmelsrichtung ich fahre, Norden, Osten, Süden, erstmal alles richtig gemacht. Ich weiß, ich habe es wahrscheinlich schon hunderte Mal heute gesagt, aber ist das nicht schön? Hier ist so ein Zufluss aus dem Wald, der plätschert. Da ist so eine kleine Überdachung, wo ich das Rad gerade stehen habe. Und dann kann man runtergehen an diesen Mini-Privatstrand im Grunde. Und einfach die Sonne genießen, diese salzige, leicht muffige Luft, sage ich mal. Also dieses Angenehme. Man kann sich hier die Quallen anschauen. Wunderschön. Hier kommt gleich noch mehr Strandfläche. Sogar mit so einem Steg da hinten, wo man dann ins Wasser gehen kann. Herrlich. Ich denke, dass ich hier nochmal mit meinem Badezeug hinfahren sollte. Und auf der anderen Seite sieht es so aus. Ist das nicht eine herrliche Mischung? Hier geht's runter zum Wasser. Und da ist dieser Steg, was ich sagte. Hier hat man sogar richtig Sand. Nicht nur dieses Nasse. Und schaut euch dieses perfekte glasklare Wasser an. Was sogar,
Ja, von der Temperatur nicht kälter als der See bei uns auch. Das Einzige, was mich immer so ein bisschen abschreckt, sind die Quallen. Aber gut, irgendwas ist immer. Als nächstes gibt es hier eine richtige Seebrücke. Dann hier Volleyballspielfelder, Spielplätze und eine riesen Liegewiese, so wie es aussieht. Und das direkt angrenzend zum Industriegebiet. Also es ist echt alles super umgesetzt hier, das muss man denen ja echt mal sagen. Oh Mist, würde ich sagen. Privatgrundstück, kein öffentlicher Durchgang, Ruderclub Flensburg. Ja, das ist ärgerlich. Dann muss ich jetzt mal ein Stück zurück und irgendwo im Wald den Berg hoch. Aber auch nicht dramatisch, der Weg hier unten war super. Wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt wieder in der Stadt und hören kann man es wahrscheinlich auch. Es ist doch mehr Verkehrslärm. Und was mich direkt eingeladen hat, hier abzubiegen, ist hier diese Wasserstraße. Und dort diese blaue Front und Dach des Hauses. Müssen wir erstmal schauen, was das alles ist hier. Also das vor mir ist das Nordertor. Und das mit dieser blauen Fläche hier ist eine Sparkasse. Ganz unspektakulär. Bin gerade hier in so einer Gasse. Und da ist ein super Graffiti an der Wand. Das wollte ich euch mal eben zeigen. Leider sehr beengt hier, sonst würde ich euch das noch im Ganzen mal zeigen, aber klasse mit den Farben, oder? Schaut euch mal da oben die ganzen Schuhe an. Dahinter ist noch so eine Leine und dann noch weiter und noch weiter, habe ich gar nicht erst gesehen. Also hier die Ecke ist eher so die Szene-Kneipen, nenne ich es mal ganz vorsichtig. Viel so Kleinkunst. Und ja, so halt Cafés und sowas. Toll. Ich bin jetzt Ecke Schlossstraße. Wieder so eine schöne kleine Gasse. Und hier geht's jetzt in den Mittelpunkt der Altstadt, würde ich mal so behaupten. Auch hier wieder diese schicken Fachwerkhäuser und diese gigantische Kirche. Und hier weiter entlang Richtung Fußgängerzone. Mittendrin hier so ein schöner Platz mit dem Brunnen, lauter Cafés und Restaurants. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man so mit einer Stadt verschmilzt? Das habe ich hier gerade irgendwie. Ich bin jetzt hier an der Nikolaikirche und da findet gerade eine Drogensuchaktion statt anscheinend. Mit den Spürhunden da oben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Übung sein sollen oder ob das akut was ist, weil das sind echt schon viele hier. Hier die Straße hoch ist oben auch so ein schönes Gebäude mit einem Banner davor, True Colors, Farbe in der Kunst, Literatur und Musik. Und hier rechts ist das Landestheater. Hierbei handelt es sich um das Landesmuseum Flensburg. Hier wieder, wenn man von der Fußgängerzone einfach mal in so eine Gasse reingeht. Schöner Innenhof mit Gastronomie. So, meine Lieben, mit dieser herrlichen Aussicht war es das mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich bin total begeistert und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.